Jollo, mein Name ist Labinator, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu diesem Video. Wir sind wieder am Start mit dem Zendeo V17 Rocket Pass Level 143, allgemeines Level 1268 und unserem neuen Club. Was ist unser neuer Club? Unser neuer Club ist bei natürlich bei Spielen. Es handelt sich hierbei um OVGU eSports. Vier Spieler nur, eigentlich sind wir fünf. Was ist OVGU eSports? Das ist eine E-Sport-Mannschaft einer Uni und da spiele ich halt jetzt mit. Wir spielen in der deutschlandweit zweiten Uniliga und haben uns dafür so ein bisschen qualifiziert über zwei Ecken und Enden. Also wir waren eigentlich qualifiziert, haben uns hochgespielt und sind dann theoretisch rausgeflogen und dann hat ein anderes Team zurückgezogen. Lange Geschichte, kurze Sache. Wir spielen jetzt Boomerball im Aquadome. Boomerball heißt, der Ball ist, wir spielen 3 gegen 3. Es gibt kein Boost-Pads, wie ihr vor mir sehen könnt. Alle sind mit unbegrenzt Boost unterwegs. Und es geht hier ab wie Schmidts Katze, könnte man glatt meinen. Wir spielen anscheinend gegen ein fast gegnerloses Team. Wir haben beide verlassen. Die Twitch-TV-Leute. Naja, wie auch immer. Ich habe das Video gerade schon mal aufgenommen. Habe es ein bisschen verkackt und musste feststellen, dass ein Popschutz doch gar nicht so schlecht ist. Wir haben jetzt einen kleinen Popschutz draufgebastelt auf mein Mikro hier. Und jetzt hoffe ich, dass der Ton gut ist. Ja, es geht wie immer in Rocket League, den Ball ins Tor rein zu buxieren, ins Gegnerische. In diesem Fall halt mit ein bisschen mehr Speed. Wie ihr seht, schön gemacht von ihm. Nee, den kriege ich aber nicht. Kriegt den jetzt unser nächster Mate? Nein, der misst ihn auch. Kriegt der den? Ja, interessanter Touch, aber für wen? Für mich? Okay, für mich. Ich habe es versucht, aber hui, der Ball ist gar nicht so schlecht gewesen. Ja, Ball ist halt mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Was heißt das? Der Ball kann auch mal mit 200 km/h ins Tor fliegen bei den Gegnern oder bei uns oder auch mit, ich weiß gar nicht, 257 oder sowas war, glaube ich, das Höchste, was ich bislang gesehen habe. Okay, zum Glück ist der gar nicht auf unser Tor gekommen. Uff. Schöner Block von mir. Ich habe in allen beiden Games ziemlich wenig EP gesammelt. War ein bisschen der kleine Reinfall. Und durch das jetzt in so einem Team spiele, sind da auch ein bisschen bessere Spieler manchmal bei, die mir auch sagen können, was ich so falsch mache. Deshalb ist mein Skill-Niveau ein bisschen angestiegen. Rotation ist übrigens hier nicht so doll drin in dem Modus. Da chasen hier mehr alle so ein bisschen drauf. Also man könnte wahrscheinlich rotieren. Ich weiß nicht, ob das was bringen würde, wahrscheinlich schon, aber naja, wenn man mit zwei weiteren Randoms spielt, ist das halt eigentlich unmöglich zu meistern. Da, wir spielen in die Richtung. Ah, schade. Er kriegt den getouched, jetzt unser Mate. Nee, okay, unser Mate chillt hinten. Das ist immer ganz gefährlich, wenn der Ball so lange bounced. Na, der war gar nicht so schlecht, das Tor. Okay, müssen wir beide. Jetzt hinten offen. Wie ein Scheunentor, ich flatter mal zurück übers Feld. Ha, oh, richtige Idee gehabt, aber leider den Ball gemisst. FKJ Count Supi. Mit normalen Rocket League balanciert auch 142 km/h. Passiert ja sonst eher selten, dass die Dinger so. Also, außer das ist ein Pinch. Das ist ein Pinch. Dann, ja, whatever. So, was ist das? Der kommt gut. Nein, der kommt schlecht. Ha. Ich hämmer den jetzt mal bei uns hinten gegen, dass der genau auf deren Tor fliegt und der ist tatsächlich drin. Nice. Eines meiner ersten Tore hier. Also so viele habe ich noch nicht geschossen. 114 km/h nur. Kann man gucken. 162 Punkte. Schön. Nicht so wie in den anderen. Da sah es trauriger aus. Ja, was ist dieses Uniliga-Ding? Wie gesagt, Rocket League. Uniliga spielen Unis gegeneinander. Das heißt, die Leute, die damit spielen, sind alles Studierende und haben eine Hochschuladresse von irgendwo. Dadurch kann es halt sein, dass einige Teams ein bisschen besser sind, ein bisschen schlechter, je nachdem, wie das halt so ausschaut. Uniliga gibt es natürlich nicht nur für Rocket League, sondern auch noch für Counter-Strike. Jetzt wurde, glaube ich, was für FIFA eingeführt und dann noch für, wenn es mir wieder einfällt. Rocket League, CSGO, LOL,
Habe ich, glaube ich, vergessen. LOL ist, glaube ich, ziemlich groß auch. Hat mehrere Ligen. Wir sind, glaube ich, allein schon mit drei Teams am Start. Und LOL ist den meisten von euch ein Begriff. Mir auch, aber mein Niveau in LOL ist euch sicher auch ein Begriff. Das ist unterirdisch. Das ist Unterholzliga. Also, ich könnte wahrscheinlich nicht mal bei Bronze mithalten. Würde darüber ragen, keine Ahnung. Ich habe aber auch noch nie probiert, so richtig aktiv gut LOL zu spielen, aber das ist ja natürlich eine andere Sache. Was ganz schön ist, was ich gerade herausgefunden habe, den Nachtmodus zu nutzen und aufzunehmen ist möglich, sofern ich es jetzt mitbekomme. Oder zumindest sah es am Anfang gerade so aus. Wenn es nicht so ist, tut es mir leid, aber ist auch gut für eure Augen im Nachtmodus. Bisschen Blaufeld da drin. Ist ganz angenehm. Besonders wenn man nachts Videos guckt oder so. Schön. Greven macht das schon. Ja. Sexy Profilbild übrigens. Ja, und ansonsten, Studium ist bei mir, wie gesagt, jetzt alles auf online umgestellt dank Corona. Ich sitze vor Zoom-Meetings zu Hause in der Heimat am PC. Bin aber demnächst jetzt überlegen, ob ich endlich mal zum Studieren in meine Studienstadt ziehe. Ich habe eine Wohnung, also ich umziehe, ich habe eine Wohnung sozusagen, umziehen würde bedeuten, mit Sack und Pack denn mal rüber zu gehen, rüber zu fahren, was auch immer. So, oh, der kommt nicht. Oh Mann, hätte er mich mal fahren lassen, schade. Egal, den blocken wir mal. Kommt, der kommt vors Tor. Und jetzt unser Mate. Schade. Schöne Idee auf jeden Fall, glaube ich zumindest. 2-1. Na, können wir es über Zeit. Geht der hoch? Geht der hoch? Ja, der geht hoch. Oh. Natürlich gut, dass der Blaue den toucht. Der bringt den runter, schön. GG, das war's eigentlich. Ich wollte euch nur mal so ein kurzes Update geben. Achso, es kommt vielleicht ein, es kommt die Tage wahrscheinlich ein April Highlights Video aus Rocket League 3 von 21 wöchentlichen Siegen. Super. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Titanweißspur. Toll. Ein Portraketspur. Ein Entwurf bringt mir jetzt nicht so mega viel. Ich sammle jetzt keine Entwürfe. Damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.